Mit der Karrierenakademie verbinde ich Freude, Leidenschaft und Sprungbrett für den beruflichen Werdegang. Ich hatte ein sehr prägendes Konzerterlebnis in der Karrierenakademie. Das war die 5. Bruckner mit Bernhard Haitink. Ich habe damals Gabo Takevi, bei dem ich dann Unterricht hatte, der mein Mentor war, den hatte ich an der ersten Trompete verdoppelt. Und ich fand das so ein ergreifendes Konzerterlebnis, das werde ich nie vergessen. Also das war mit die schönste Bruckner-Symphonie, die ich je spielen durfte. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht, dass man als junger Musiker hier in die Karrierenakademie kommt. Also es gab viele Dinge, die ich wirklich hier in der Akademie gelernt habe und glaube ich auch nur hier oder besonders hier lernen und mitnehmen konnte. Dieses Klangempfinden, wenn man im Orchester sitzt, dieser große, warme Sound, auch von alten Kollegen, die noch mit Karrieren gespielt haben und die bestimmte stilistische Sachen besonders ausgeprägt gespielt haben. Das fortzuführen, das ist natürlich irgendwie eine Aufgabe auch und eine Verantwortung, die man hat und die, glaube ich, auch das Orchester prägt. Es ist toll, dass man hier die Möglichkeit hat, diesen tollen Saal zu haben und die verschiedenen Orchester auch anzuhören, die hier kommen aus aller Welt. Ich bin wirklich in jedes Konzert gegangen, auch von anderen Orchestern. Man kann wahnsinnig viel einfach vom Hören lernen. Das finde ich eigentlich das Besondere hier, dass man Teil natürlich dessen ist und mitmachen darf und aber auch die Möglichkeit hat, von außen alles sich anzuschauen und zu beobachten.